Tanja und wir machen heute mal was Neues. Und zwar spielen wir normales Minecraft, also im Prinzip Survival, aber wir haben es randomized. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Dirt oder Gras oder irgendwas meine, kommt da nicht Dirt und Gras raus, sondern irgendwas anderes. Ich meine, es kann auch Dirt und Gras rauskommen, das wäre dann halt unlucky. Aber es kann theoretisch alles rauskommen. Und unsere Hauptziele, schätze ich mal, sind als erstes erstmal Holz zu finden, damit wir uns eine Spitzhacke bauen können. Weil ohne Spitzhacke können wir die meisten Materialien nicht abbauen. Und ich würde sagen, dann lass uns doch mal schauen. Also Dirt, also beziehungsweise Dirt mit Gras, bringt uns schwarze Wolle. Alles klar. Das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir haben schon mal eine Möglichkeit, später ein Bett zu bauen. Dann Dirt ohne Gras bringt uns... Nice, ein grüner Spanner. Wir können die Sachen auch noch abbauen. Theoretisch. Das grüne Banner bringt uns ein braunes Banner. Ja, Träumchen. Und das braune Banner bringt uns nichts. Achso, ja, das kann auch passieren. Es kann einfach nichts rauskommen. Ich habe die Idee übrigens von einem amerikanischen YouTuber. Ich habe das bei dem gesehen und ich finde, es sah super lustig aus. Das heißt, falls euch das interessiert, beziehungsweise falls ihr das selber runterladen möchtet, dann ich verlinke euch das Video unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch das gerne angucken. So, Gras bringt oranges Terrakotta. Träumchen. Das heißt, wir haben schon mal was, woraus wir unser Haus bauen können im Notfall. Und wir haben was, woraus wir ein Bett bauen können. Das ist sehr, sehr gut, weil das ist ziemlich weit oben auf unserer Prioritätenliste. Ich bin mir gerade nicht sicher, was hat... Also, Holz brauchen wir noch. Doppelgras bringt, glaube ich, was anderes. Ja, Doppelgras bringt... Nee, Doppelgras bringt gar nichts anderes. Ja, das ist jetzt schade. Oh, Blümchen. Blümchen haben wir noch nicht. Blümchen! Alles klar! Blümchen bringen Brot... Saplings, 6 Kartoffeln und 3-mal Holz. Das ist perfekt. Wir brauchen Holz. Das ist nämlich sehr, sehr gut. Also okay, wir haben eine... okay, das ist wunderbar. Wir brauchen nämlich dringend eine verlässliche Holz... Da kommt immer was anderes raus. Blümchen. Alter, Blümchen sind einfach Jackpot. Okay, scheinbar haben Blümchen einen Pool an Sachen, die da drin sein können. Das habe ich ja... Krass. Ja gut, das ist ja ziemlich free. Dann haben wir Brot, also wir haben safe Essen. Das heißt, wir werden nicht sterben. Wir haben Holz. Wir haben was, woraus wir bauen können. Und wir haben ein Bett. Und wir haben Smaragde und Bären. Ich habe noch nie Bären gesehen. Ich spiele übrigens auf 1.14, falls das... Toll. Falltüren. Kommen da immer Falltüren raus? Ja, da kommen immer Falltüren raus. Falls es jemanden interessiert. Ich habe nämlich auch noch nie auf 1.14 gespielt. Also... Ja, falls es da jetzt neue Sachen gibt, dann bin ich nicht informiert. Aber ich denke mal, das sollte gehen. So, dann fangen wir mal mit dem Baum an. Oh, was gibt der uns? Lime-Glazed Terracotta. Da können wir natürlich unser Haus auch draus bauen. Das ist natürlich ein bisschen schicker und nobler. Dann schauen wir mal, was uns das Holz bringt. Das Holz bringt uns... Pinken! Okay, pinken Beton. Bin ich unzufrieden. Ich würde nur gerne wissen, ob sowas wie... Normalerweise droppen ja manchmal Saplings. Ob da stattdessen irgendwas anderes droppt, aber... Ich würde fast sagen, nee. Aus was haben wir unser Haus bauen? Aus Terrakotta? Ich glaube, es sieht eigentlich ganz hübsch aus, oder? Okay, also. Unsere erste Heldentat ist jetzt, glaube ich, aber erstmal... einen Crafting Table zu machen und scheinbar, also wie ich das hier sehe, ballern wir einfach unser Inventar gerade voll mit Müll. Könnt mich irren, aber ich habe so langsam das Gefühl. Das heißt, wir setzen ihn mal kurz hier hin, dann können wir uns nämlich eine Pickaxe bauen. Ich brauche halt noch irgendwas, was mir Stein gibt, weil eine Steinpickaxe wäre halt eigentlich ganz schnieke. Aber ich meine, eine Holzpickaxe tut's für den Anfang auch, schätze ich mal. So. Ich meine, irgendwas brauchen wir. Das Ding ist, wenn ich das jetzt abbaue, kommt da jetzt kein Crafting Table mehr raus. Das habe ich nicht bedacht. Mist. Egal, dann ist das jetzt unser Notfall. Ich denke, das sind 4 Holz. Dann habe ich die halt einmal reingesteckt. Das ist schade. Aber aus Interesse, ich... Also mich interessiert einfach, was da rauskommt. Egal. Ich mach's gleich. Als erstes... bauen wir erstmal hier ab. Das ist nämlich eine andere Art von Holz. Und unter anderem... Alles klar! Läuft! Und hier kommt... Was raus?
Noch mehr Terrakotta. Aber was wollen die denn mit dem ganzen Terrakotta? Was will ich mit den ganzen Crafting Tables? Was habe ich aus roten Blumen? Rote Blumen bringen Sandsteintreppen. Ich baue immer mal ein paar ab, damit ich nicht nur so ein, zwei Sachen in meinem Inventar habe, damit ich da auch tatsächlich mal ein Haus draus bauen kann, was eigentlich ganz schick aussieht, hoffentlich. So, jetzt müssen wir auf eine Mission gehen, die keiner von uns mag, aber Schäfchen, was bringst du? Was gibst du uns? Gar nichts? Okay, also schwarze Schäfchen bringen uns überhaupt nichts. Was ist mit weißen Schäfchen? Weiße Schäfchen bringen uns Eisen. Oh, okay. Das heißt, wir können uns theoretisch, wenn wir Cobblestone finden, eine Eisenpickaxe schon machen. Das ist ziemlich cool. Schwarzer Teppich, aber ich esse mal ein Brot. Ich werde langsam hungrig. Kann ich mir mal ein Brot gönnen? Ich habe ja genug. Ist ja nicht so, als ob ich hier Probleme hätte. Okay, also wir haben jetzt noch das Schweinchen. Aber wir brauchen langsam irgendwas, was uns Stein gibt. Eine Treppe. Okay, eine Treppe ist akzeptabel. Oh, genau. Oh ja, richtig. Klar, wir können noch die ganzen Sachen machen, die wir hier gekriegt haben. Das heißt, aus dem Terrakotta kriegen wir Zaun. Okay, okay. Aus dem Zaun kriegen wir... was ist das? Quarzstufen. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aus dem Pinken kriegen wir Pfeile. Alles klar. Aus den Sandsteinstufen kriegen wir... Es ist mega witzig. Ich bin voll fasziniert. Auch Zaun, aber eine andere Art von Zaun. Das heißt, da gucken wir mal, was der uns bringt. Ich bin froh, dass ich die Pickaxe habe. Es geht dann deutlich schneller. Okay, der bringt uns auch eine Art von Stufe. Wenn wir die jetzt mal abbauen, dann haben wir... Was ist das? Ich wusste gar nicht, dass das ein richtiges Item ist. Ich dachte, das sieht... Also, für mich sieht das mehr aus wie irgendwas so nach dem Motto, was man mit einem, sagen wir mal, Deco-Craft-Ding reinkriegen würde, so als Stuhl. Aber, ich meine, ich habe es jetzt dummerweise eh schon platziert. Ich hätte es gerne behalten, aber... Was? Das bringt Diamanten? Okay, wo haben wir das pinke Zeug her? Das pinke Zeug sind pure Diamanten. Wo ist das pinke Zeug? Ist das pinke Zeug gewesen? Läuft der Hase! Bäume, also Holz, sind Diamanten. Also jedenfalls die Art von Holz. Ja, alles klar. Oh, okay. Ja, never mind, wir brauchen halt auch einfach kein Holz. Kein Holz, sag ich schon. Wir brauchen natürlich kein Stein oder Cobblestone oder irgendwas. Wenn wir einfach Diamanten kriegen. Ich meine, klar, es wäre schon wünschenswert, damit wir einen Ofen bauen können und andere Dinge, aber ich meine, technisch gesehen haben wir quasi unlimitierte Diamanten. Nur um das mal hier, deutlich zu machen. Warte mal, wir machen jetzt weiter. Vielleicht war das eine Einmalsache. Also manchmal droppen die ja auch, das habt ihr ja bei den Blumen gesehen, die droppen ja ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, ah nee, das waren die Pfeile. Hä? Warte, was? Was waren die Pfeile? Och nö, warum war... Was habe ich denn abgebaut, damit es nicht die Pfeile waren? Gott, jetzt weiß ich das nicht mal mehr. Ah, was habe ich denn abgebaut? Nein! Ich habe diesen komischen Tisch abgebaut, ja? Wie habe ich den Tisch gekriegt? Habe ich den aus Sandsteinstufen gekriegt? Ja, genau. Das war's. Okay, Sandsteinstufen. Woraus hatten wir Sandsteinstufen nochmal? Aus den Blumen, gell? Also aus denen hier? Ja, aus denen hier. Okay. Never mind. Leute, rote Blumen bringen Diamanten. Wollte ich nur mal sagen. Ist wahrscheinlich keinem von euch aufgefallen. Ah, Gott. Okay, peinlich. Ja gut, das kann halt passieren, ne? Also, rote Blumen sind tatsächlich nicht so eine gute Ressource. Oh, Mist, jetzt ist es dunkel. Leute, wir haben... Wo ist unser Crafting Table? Ach, ist egal, wir haben ja noch einen. Ist ja nicht so, als ob die irgendwie selten wären. Wir brauchen zwingend noch ein Schwert. Und das ist eine Schaufel. Ich bin aber auch clever. Hat keiner gesehen. So, wir brauchen noch ein Schwert, weil jetzt kommen ja die Zombies und
Ne, wir alle wissen, was Zombies so machen. Okay, nur aus Interesse. Was bringt uns ein Crafting Table denn? Der bringt uns. Ja, okay, okay. Ah! Oh. Gott, der war laut. Der war einfach hinter mir. Ich war viel zu excited, dass ich den Crafting Table gekriegt habe. Zombies droppen gar nichts. Scheinbar muss ich übrigens mein Haus aus diesem blöden Limeglaze Terracotta bauen, weil davon einfach die ganze Zeit was runterfällt und ich davon unendlich viel habe, gefühlt schon. Und ich meine, es sieht auch eigentlich ganz hübsch aus. Also für ein erstes Haus ist es gar nicht bad. Ich warte jetzt mal die Nacht ab, schätze ich. Obwohl, ich würde gerne noch wissen, was die anderen Monster so bringen. Wo sind denn noch andere Monster? Was habe ich jetzt gekriegt? Farn und ein Blumentopf. Ja, Träumchen. Okay, ich farme mal weiter rote Blumen bzw. Stufen. Weil das waren ja Diamanten im Endeffekt. Und Diamanten, habe ich gehört, kann man nie genug haben. So. Falls jetzt irgendwelche Monster kommen, dann mache ich die platt. Also, Stufe. Stufe, 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 Stufe. Ich meine, die sehen ganz hübsch aus, wenn man die so platziert hat. Und dann die ganzen zukünftigen Diamanthaushälte. Tja. Viele glauben das nicht, aber das hier ist eine Goldmine, right here. So, das heißt, die bauen wir jetzt erstmal fleißig ab. Sind hier Skelette? Ja, da vorne sind Skelette. Ich glaube, ich... Oder sind das Schafe? Nee, ich glaube, das sind Skelette. Ich wage mich gleich mal in den mutigen Kampf gegen die Skelette, übrigens. Weil ich gerne wissen würde, was die mir so droppen. Aber erstmal muss man sich ja ausstatten, ja? Das ist ja Schritt Nummer 1 im Abenteueralphabet. Abenteurer-Alphabet, schätze ich mal. Gar keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Ignoriert das. Egal. Also wir haben diese blöden Zäune. Ich glaube, das ist eigentlich Birke. Oder ist es Birke? Ja. Das heißt... Oh, ich finde... Oh mein Gott. Ich bin so lucky. Also es hätte ja auch sein können, zum Beispiel, dass zum Beispiel Dirt einfach gar nichts ist. Dass ich ewig kein... Oh, warte mal. Jetzt ist meine Pickaxe kaputt. Egal. Ich würde sagen, dann auf geht's. Bauen wir uns schon mal eine Diamant-Pickaxe, oder? Oder ist hinten ein Skelett, der will Stress. Ich will das Ding aber wiederfinden. Das heißt, ich opfer jetzt ein bisschen was von meinem Holz und baue mir einen neuen Crafting Table. Weil, ganz ehrlich, so selten sind die nicht. Ich hätte jetzt einfach auch zu dem Baum irgendwo hinten marschieren können, aber hier ist gerade keiner in der Nähe. Das heißt, zack, zack. Stick. Oh, warte, ich muss weiter Diamanten. Och, wirklich? Kann ich jetzt gerade keine... Dings bauen, weil ich einfach gerade keine... Obwohl, doch, doch, doch. Zaun kann ich so abbauen, oder? Zaun kann ich so abbauen. Für Zaun brauche ich keine Spitzhacke. Oh, nee, diese blöden Slabs. Dafür brauche ich eine Spitzhacke. Oh Gott, okay, dann mache ich jetzt auch noch als Spitzhacke. Hilft ja alles nichts. Hilft ja alles nichts. So, also, weiter geht's. Zäune, Zäune, Zäune. Wir haben ganz viel Zäune. Zäune, Zäune, Zäune. Zäune, Zäune, Zäune. Ich glaube, ich habe aus Versehen einen aufgemacht. So, auf geht's! Nice. Seht ihr die ganzen Dias? Seht ihr die Diamanten? Seht ihr es? Ist die auch, also es ist auch richtig gut vom Timing gewesen, wenn meine Spitzhacke gebrochen ist. Weil da hatte ich gerade meine ganzen Slabs. Ich habe ein paar Slabs dummerweise verhauen und habe da aus Versehen die doppelt aufeinander gesetzt. Ist mir dann aber rechtzeitig aufgefallen. Also ich habe nicht so viel verloren. Ich sammle jetzt hier noch den restlichen Terrakotta-Kram auf. Ich finde es schön, wie es hier regnet und hier nicht. Es ist ganz unauffällig. So, das heißt... Wir haben eine sogenannte Diamantspitzhacke. Wir haben Diamantschwert. Läuft. Läuft, Leute. Es läuft aber auch. Was haben wir noch? Was gibt's denn noch schöne Sachen? Achso, Schwert haben wir schon. Sorry. Schaufel. Diamantschaufel ist ganz wichtig. Oh, hier ist eine Spinne, hier ist eine Spinne, hier ist eine Spinne. Ey, Spinni. Hä?
Denkt die, die kann mir besser. Hat sie nicht mitgerechnet, dass ich ein Diamantschwert habe? Da hat sie nicht mitgerechnet. So, liebe Freunde, ich meine, was hält uns auf, ja? Was hält uns auf, uns jetzt noch eine Diamond Chestplate zu machen? Gar nichts. Gar nix. Weiter geht's. Was brauchen wir noch? Ich glaube, man braucht noch eine Dings. So. Wird das Ganze hier übrigens. Das läuft hier aber auch. So, Hose. Langsam brauche ich mehr Diamanten. Hose haben wir. Zack. oh ja, ich brauche mehr Diamanten. Wartet mal. Lasst mich mal kurz. Rote Blumen. Waren es rote Blumen? Waren es rote Blumen? Ja, es waren rote Blumen. So, Della, da hätten wir wieder unsere Diamanten. Ich finde es schön, dass es hier immer noch regnet. Also es hört doch einfach nicht auf. So, dann können wir nämlich... Upsi Daisy. So. Noch eine Hose. Ne, eine Hose haben wir schon. Schuhe. Gell? Schuhe brauchen wir. Schuhe und einen Helm. Jetzt denkt man sich vielleicht, Ronja, herzlichen Glückwunsch. Du hast Full Diamond Armor in der ersten Folge innerhalb von 10 Minuten gekriegt. Was willst du denn jetzt noch machen, die ganze Serie? Also, das Ziel ist trotzdem, dass wir uns quasi ein Haus bauen und wir wollen am Ende logischerweise zum Enderdrachen halt so die typische Minecraft-Story mehr oder weniger. Aber durch das Randomizer-Ding ist es natürlich auch nochmal eine Herausforderung, die ganzen Sachen zu finden. Also Enderperlen zum Beispiel, habe ich jetzt keine Ahnung, wo ich die herkriege. Das bringt dir auch nichts, wenn du Endermänner tötest. Das heißt, da müssen wir nochmal ein bisschen auf Erkundungsjagd gehen. Was wir noch gar nicht gemacht haben, tatsächlich, und was glaube ich... Achso, warte mal, was bringt die Crafting Table nochmal? Gar nichts, gell? Oh, doch, ein Enchantment-Tipp. Nevermind. Was wir noch gar nicht gemacht haben, ist hier ein Skelett abmurksen. Oh, sorry. Okay, 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 okay. Skelette bringen uns Goldnuggets und Smaragde. Träumchen. Da vorne habe ich nämlich schon so ein bisschen Stein erkundet. Also wir haben normalen Stein. Alles klar, Leute. Creeperköpfe kann man natürlich nie genug haben. Das ist super praktisch, die zu haben. Da kann ich wirklich nur sagen, da freue ich mich. Was kann man aus Creeperköpfen überhaupt machen? Kühe. Vielleicht bringen uns Kühe ja was. Vielleicht. Kühe bringen uns schwarzen Beton. Ganz toll. Könnt ihr mal aufhören, mir alle Beton zu droppen? Hatte ich gelbe Blumen schon? Oh ja, gelbe Blumen waren die Nahrungsblumen. I remember. Die Bäume hatten wir schon. Jetzt geht's ab durch den Regen. Sind wir aber schon wieder im Trocknen, weil wir wieder in der Steppe sind oder wie auch immer das Gebiet hier heißt. Okay. Das kann ja nicht sein. Hier sind keine Schluchten. Oh, was ist da hinten? Was ist da hinten? Pilzdorf? Okay, lass uns mal schnell darüber swooshen. Oh, auf dem Weg ist mir... Okay, Holz. Birkenholz. Zwar nicht die gute Art von den gelben Blumen, wo du dir denkst, oh, nice. Aber immerhin, ja? Eisen bringt uns... Was hat uns das jetzt gebracht? Kürbiskuchen und Kürbissamen. Warum denn auch nicht? Ne? Warum denn auch nicht? Was bringt uns das hier? Das sieht aus wie eine Schalkerbox. Davon nehme ich mal ein paar mit. Dann haben wir ein paar schicke Boxen für unser Haus, oder? Das sieht aus wie ein praktisches Lager, was wir hier gerade... Kann man Schalkerboxen nur auf einen Slot nehmen? Kann man die nicht stacken? Ach, das ist doch blöd hier. Entschuldigung. Oh, warte mal. Das hier ist... Ich kann es nicht nehmen wegen den ganzen Boxen. Ja, danke für nichts. Werfen wir mal das hier weg. Was ist das? Okay. Das bringt mir... Oh, die sehen schick aus. Das heißt, davon hätte ich gerne noch ein paar. Ich hätte die Fackel gern. Ich frage mich, was aus Fackeln rauskommt. Es sieht aus wie Endstein. Alles klar, mein blödes Inventar ist so voll. Okay, hier ist Heu. Oh mein Gott, hier ist ein... Das ist ja perfekt. Okay, was kommt aus Heu? Okay, aus Heu kommt gar nichts. Das heißt, das können wir stehen lassen. Hier ist eine Stadt. Hier ist ein Ei. Kannst du nicht nehmen. Aber ich kann mich hier einnisten. Übergangsweise. Dann muss ich nämlich nicht direkt ein Haus bauen. Hallo, das ist jetzt mein Haus. Ronjas Haus. Willkommen.
Kann ich ein Nickerchen machen? Nö, kann ich nicht. Aber ich kann mich hier meine Schalkerboxen hinsetzen. Hier habe ich noch eine Leiter. Ich meine, was brauche ich denn davon eigentlich? Effektiv nichts, oder? Ein Goldnugget. Ist hier irgendwo ein richtiger Baum in der Nähe? Dann können wir uns noch schnell ein Crafting Table absnacken. Lass mal kurz. Hier ist ein Villager. Was geht? Kleiner Villager. Das ist ein normaler Baum. Das heißt. Oh, eine Axt brauche ich noch. Ups, das ist ein Schwert. Aber ist egal. Hier ist ein Crafting Table. Doop-bidoop, 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 doop-bidoop. Ich baue mir gleich noch eine Diamant-Axt. Obwohl, kann ich gar nicht. Ich habe gar nicht genug Diamanten. Mimimi, das ist ja doof. Das ist ja voll lame. Ich habe alles in Diamanten, aber die blöde Axt habe ich aus Holz. Das ist ja der Traum, ne? Das weiß man. So, das heißt, das ganze Holz kann hier hin. Die blöden anderen Schalkerboxen nehme ich mal mit, weil warum auch nicht. Das Ei möchte ich werfen. Ich würde gerne gucken, ob dann trotzdem Hühnchen rauskommt. Oder gar nichts, alles klar. Alles klar. Wir haben jetzt Nacht, das heißt, wir machen mal ein kleines Nickerchen und dann haben wir das hier auch als Spawnpunkt. Das heißt, wenn irgendwas passiert, haben wir wenigstens unser Lager. Die Dorfbewohner sehen crazy aus und hier ist noch irgendein Zombie, der verbrennt. Ja, geh mal weg von mir. Du, geh mal weg von mir, Freundchen. Ey, Entschuldigung. Pff, Sauerei. Ich würde gerne noch wissen, was aus Melonen rauskommt. Oh, und da ist eine Glocke. Aus Melonen kommen Schilder. Ich wollte gerade sagen, wollen wir ein Schild für unser Haus machen? Ja, wunderbar. Total. Wo ist denn der Eingang zu unserem Haus? Hier. Das heißt, hier machen wir jetzt ein Schild dran. Ronjas. Tippen wir auch mal meine Stärke. Ronja. Sag mal, Entschuldigung, habe ich Caps Lock an? Ronjas. Ah, hatte ich. Haus. Oh Gott. So. Ja gut, das war's dann aber auch für diese Folge Minecraft Randomize. Sagt gerne mal Bescheid, ob euch das Projekt gefällt und falls es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Falls ihr neu hier seid, abonniert den Kanal und macht's gut. Bis morgen. Ciao.